Turm, okay. Ich hab was gehört. Nein, hast du nicht. Was? Gib Nachschlag gefällig, wa? Hello there. Wir sind wieder zurück in Fallout 4 und ich habe mir es in 100 Folgen noch immer nicht gemerkt, wie die Steuerung funktioniert. Wir wollen zur Railroad. Wir haben einen Auftrag abzugeben und wir befinden uns in offiziell Folge 100. Tom braucht dich. Der nervt mich ständig damit. Okay. Danke. Und jetzt sei vorsichtig mit der Knarre. Die Sache mit H-222 wurde ja offenbar zur allgemeinen Zufriedenheit erledigt. Aber es gibt noch mehr, was getan werden muss. Seit dem Untergang des Switchboards haben wir den Status aller Unterschlüpfe bis auf 2 ermittelt. Ich möchte, dass du nach Augusta schaust. Oh, klar, Mann. Also, wahrscheinlich. Okay. Die Unterschlüpfe sind ebenfalls in Schwierigkeiten? Was war das? Ich dachte nur, das Switchboard sei angegriffen worden. Oh. Das Institut hat sich nicht damit begnügt, nur unsere Basis zu zerstören. Nein, sie haben parallel dazu alles angegriffen, was uns wichtig ist. Die Unterschlüpfe Herkimer und Allen haben wir definitiv verloren. Viele befürchten, Augusta ebenfalls. Wie schlimm hat das Institut uns erwischt, Doc? Ehrlich gesagt haben wir Glück, dass es die Railroad überhaupt noch gibt. Kann mich nicht erinnern, dass wir je so wenige waren. Aber die Mission geht weiter. Erzähl mir mehr über Augusta. Genaueres erfährst du am toten Briefkasten. Sei vorsichtig. Es kann sehr gut sein, dass dich etwas Übles erwartet. Schon lange keinen neuen Auftrag mehr erhalten. Pips. So, Tom, was hast denn du da hinten aufgeführt? Hi. Des hat mir erlaubt, meine Atmosphärensensoren aufzustellen. Endlich kann ich beweisen, dass das Institut Terraforming im Commonwealth durchführt. Was sagst du jetzt, Carrington? Warum sollte das Institut Terraforming am Commonwealth durchführen? Es geht zurück bis zum Großen Krieg. Wer hat die erste Atombombe gezündet? Das Institut. Was? Die haben den ganzen Krieg angezettelt, um alle außer ihren eigenen teuflischen Wissenschaftlern zu töten. Ja, berechtigte Aber Frage. Was hat das mit Terraforming zu tun? Alles, Mann! Die Menschheit hat nämlich nicht wie... Und sobald sie alles haben, was sie brauchen... Huch. Kaboom! Dann schleudert der große Atmosphärenkonverter im Blake Tower Gift in die Stratosphäre, das uns alle umbringen wird. Ah, Chemtrails. Erzähl mir mehr darüber. Also, mein Sensor, ich nenne ihn Mila, muss hoch oben sein. Richtig hoch. Des hat mich gezwungen, Kameras und anderen Low-Tech-Mist daran zu montieren, damit sie den Weg der Freiheit beobachten kann. Den Mist kannst du wegwerfen, wenn du willst. Als könnte, du weißt schon wer, keine gewöhnliche Kamera überlisten, klar? Ah, du weißt schon wer spielt auch mit. Gut, Dann sag mir, wo ich Mila aufbauen soll. Ich habe den perfekten Ort berechnet. Bau Mila auf und lass sie süße Daten für uns. Sammeln. Interessantes Ding. Okay. Sammeln. Backstreet Apparel. Baue Mila auf. Okay, sonst noch jemand, der gerade will, dass ich arbeite? Die Wichtigkeit von Bunker Hill und unserem dortigen Agenten ist weithin unbekannt. Sorg dafür, dass es so bleibt. Desdemona. Das ist nicht die dunkelste Stunde der Railroad. Wir werden es schaffen. Kommst du aus einem dieser Walls? Für einen Plünderer hast du zu viele Zähne. Ja, Deacons Quote ist die beste. Von ihm könntest du viel lernen. Bestätigt. Agent Volltreffer ist hier. Ich habe eine Mission für Sie. Sofern die Effektivität des Verkehrsablaufs nicht erhöht wird, steigt täglich das Risiko, dass die gesamte Organisation kompromittiert. Lösung. Ein neues Verteilungszentrum muss entstehen. Okay. Ein Verteilungszentrum? Was ist das denn? Die Organisation Railroad bezeichnet Verteilungszentren als Unterschlüpfe. An diesen Orten werden Synths gelagert und dann sicher durch die Region Commonwealth weitergeleitet. Fahre fort mit Missionsinformationen. Befrieden Sie den Zielort. Befestigen Sie die Position zum Schutz aktueller und künftiger Railroad-Posten. Das neue Verteilungszentrum trägt den Codenamen Unterschlupf Mercer. Viel Glück! Schön, dass du dabei bist. Okay. Jetzt kriege ich auch meine Nacht frei. Glory! Die Welt ist gefährlich. Für jeden, der mir im Weg steht. Beginne mit der Wiederholungsquantifizierungsanalyse nach dem Kopf.
Gut, du bist eine normale Agentin, okay. Gut, dass wir fast keine Aufträge wieder erhalten haben, hätte ich gesagt. Ich würde jetzt auch mal kurz mir ein Redaway einpfeifen. Oh, natürlich kann ich hier nicht auf den Matratzen schlafen. Ernsthaft? Doch. Ja, dann nehmen wir aber gleich wieder 8 Stunden, 6.45 Uhr. Ja, ich glaube, das passt. Ja, irgendwie schüttet uns gerade die Railroad mit Aufträgen zu. Ich würde... Du kannst es bei uns weit bringen, das weiß ich. Ja, schön. Ich weiß es auch. Ich würde eigentlich mit Pams Auftrag gerne beginnen. Befrieden klingt gut. Das hört sich so nach, wie soll ich sagen, Raidern den Popo verhauen an. Ich finde noch immer, dass das nicht gerade der kürzeste Ausgang ist, aber ja. Ich will ja nicht meckern. North End. Gut. Dann gucken wir mal, dass wir die richtige Aufgabe ausgewählt haben und gucken wir mal, wohin wir müssen, oder? Jo. Ich kann es noch immer nicht glauben, dass wir über 100 Folgen in diesem Let's Play haben. Die Zeit vergeht wie im Fluge. Unterschlupf Mercer. Genau, die wollen wir. Und wir müssen wohin? Nach Norden. Sichere Außenpost ins Moor und nutze ihn dann die Werkstatt. Okay. Nein. Skyline-Flug. Wir gehen mal nach Tenpenny. Kann ja nicht schaden. Nachdem wir unsere Außenposten eh sowas von ignorieren. Ja, brauchst mich nicht gleich anblöken, deswegen. Händler! Ach, vergiss es. Gut. Soweit geht's euch gut. Passt. Nein. Ich hätte gern diese hier, genau. Wow, pass auf! Hoppla. Was denn? Hab dich eh nicht getroffen, Mädel. Gut. Dann gucken wir mal da unten. Sind Eisenbahnwaggons. Keine Ahnung, ob wir hier schon mal waren. Wir werfen mal einen Blick rein. Geht sich das aus? Alle, hopp. Jo. Geht sich aus, okay. Hier drinnen. Ich speichere mal schnell. Und zwar aus dem einfachen Grund. Ich habe keine Ahnung, ob wir hier wieder rauskommen. Doch. Vielleicht. Wenn er hüpft. Oder wenn sie hüpft, sorry. Oh. Lass mal kicken. Ja. Kann man immer brauchen. Irgendwas. Ich dachte es mir schon. Ach. Komme ich von der anderen Seite ruf. Alle hopp. Ja. Okay, wo ist... Kabel übersehen. Hi, Pips. Wo geht das Kabel hin? Da nach vorne. Ich nehme an... Ne, hier rein. Ach, hier. Mini-Terminal. Oh Gott. Null. Sehr schön. Virtual. Devolve. Eher nicht. Poisons. Null Treffer. Sehr schön. Jessica. Zwei Treffer. Haben wir hier irgendwo was zum Entschärfen? Ich freue mich immer, wenn dann Einträge entfernt werden, die du sowieso schon hattest. Nein. Alright. Ja. Boo.
Tür öffnen. Dankeschön. Das nenne ich mal Glückstreffer. Jetzt müssen wir wieder alle hopp. Na komm. Alle hopp. Ernsthaft, Stein? Und? Nietzsche. Wieder ein paar Teile. Ach Gott. Und schon wieder heißt es Schnellreise. Jo. Würde es vielleicht Sinn machen, wobei ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich in der Folge machen soll, mal meine Power-Rüstungen so zusammenzustöpseln. Das sind ja großteils eh nur Trümmer. Dankeschön. Nein. Gut, dass ich die schnelle Aufstieg-Animation habe. Den nehme ich mit. Danke sehr. Ob es vielleicht Sinn machen würde, die Power-Rüstungen zusammenzustöpseln und mal, jo, und mal eine vielleicht runterzustellen zur Homeplate, damit wir da auch was haben. Weil... Och, Menno, muss das sein? Ach, schon wieder falsche Taste, wie üblich. Dann ist deine Überlebenschance größer. Lass mich raten. Ja, natürlich. Ach Gott. Ich mag nicht immer in der Nacht unterwegs sein. Nein. Ich mag nicht. Sagen wir mal so. Ah, gut ausgeruht. Sonnenschein. Perfekt. Und wir müssen noch immer Richtung Norden. Gut. Die Power Armor haben wir geholt. Deshalb würde ich jetzt mal hier lang gehen. Gut. Bin schon gespannt, was uns da oben erwartet, wo uns Pam da hinschickt. Das Häuschen wollte ich mir noch ansehen. Sowas. Hässliches Mistvieh. Ernsthaft? Wollte mich jetzt... Ladezeit ist gar nicht so schlimm. Okay, wie auch immer er dazu kommt, aber soll mir recht sein. Fleisch vom Mischlingshund, nee, nicht wirklich. Ofenhandschuh, ja, den habe ich mir schon immer gewünscht. Da sind sie wieder. Aber okay, wo? Und anderen Journalisten auch zum Alltag gehört. Kronkork. Boah, den Wunderkleber können wir mitnehmen. Okidok. Blutkäferfleisch und Rüstel. Okay. Warum wollte ich mir nochmal dieses Haus ansehen? Ja, wegen dem Leder. Okay. Fusionszellen. Gunner-Notiz. Mal gucken. Hat auch schon besser. Was das sein könnte. Blödsinn. Gunner-Notiz. Ich habe die Informationen. Die Bande im Backstreet Apparel sieht gefährlich aus, aber ihr Anführer hat das Handmade-Revolver-Ding, wie der Kontakt es gesagt hat. Mit dem richtigen Trupp konnten wir uns das Teil holen. Könnten wir uns das Teil holen. Okay. Unsere Zeiten erlebt was? Backstreet Apparel, das haben wir doch schon... Das haben wir doch schon entdeckt, oder?
Maulwurfsrattenfleisch, yummy. Ein Teddybär. Oh! Tada! Eine Nudelschale, die nehme ich glatt mit. Aber ansonsten danke. Gut. Hier war mal ein Garten wahrscheinlich. Könnte sein. Nachladen wäre vielleicht mal nicht die blödeste Idee. Alle hüpf. Da oben. Okay. Dann schauen wir mal, was uns da erwartet. Okay, niemand zu Hause, befriedet. Toller Tisch. Kampfmesser. Tatos. Ja, ich will jetzt gar nicht eigentlich alles mitnehmen. Kochplatte schon. Da unten geht's weiter. Okay, Doc. Sendeturm, okay. Ich hab was gehört. Nein, hast du nicht. Was? Okay, auf die Entfernung hast du halt keine Zeit zu reagieren. Halleluja. Ja, jetzt bei aller Ehre, aber ich lasse das Haus jetzt links liegen. Mit den ganzen Viechers? Nee. Ach, was soll's. Ärgern wir uns halt nochmal. Das war euer letzter Fehler. Käfer und Blätling. Das war der Wauzi. Okidok. Ja. Das ging gar nicht so schlecht. Soweit mal. Aber da kommt sicher noch mehr. Da sind die kleinen Scheiße hergekommen. Hältst du ja nicht aus. Ruhe. Stimpack. Keine Gunner-Notiz diesmal? Nein, diverses. Doch. Danke. Brauchen wir, glaube ich, nicht nochmal lesen, oder? Kronkorken. Zap, zap, zap. Zap, zap, zap. Passt. Nachladen. Dankeschön. Bitte hüpf, danke. Niemand zu Hause? Doch. Mal hinhocken, Luft anhalten. Ich hab dich gesehen. Oder besser gesagt, ich hab's Projektil gesehen. Ich speichere mal schnell. Ich möchte die Viecher nicht noch ein drittes Mal machen. Ich brauche Verstärkung. Ich sehe nichts mehr. Macht nix. Alter, ernsthaft? Ich hab eine Familie zu versorgen. Verabschiede dich von der Welt. Nee, das ist eine gute Idee.
Ja. Das sehe ich gerne. Ich hab das schon 100 Mal gemacht. Glaubst du, bei dir wird's anders laufen? Ja, glaube ich. Pips. Pips. Das war auch der nette Mensch. Mit der... Nein. Die brauche ich nicht, danke. Ach, weg. Einfach. Nachschlag gefällig, was? Ja. Komm schon, kleines Mädchen. Hätten sich lieber verziehen sollen. Ja, bin schon da. Die wollen hier einfach nur reden. Das war's dann wohl. Okidok. Das war's noch nicht, Pips. Glaub's mir, das war's noch absolut nicht. Danke. Du bist runtergerutscht. Irritated Beer. Handmade Revolver. Nee. Ach, doch, das war's schon. Nett. Viel ist ja nicht übrig geblieben von dem Raider. Aber mir reicht's schon. Ich brauche mich nicht verstecken. Mir reicht's schon, dass ich den mit dem Fatman relativ schnell gehabt habe. Das war wichtig. Unglaublich überwältigende Geschichten. Du verursachst nachts 5% mehr Schaden. Ja, das hätte ich kann mir doch nur auch Lesestoff mitgenommen. In unserem Fall nicht schaden. Errichte Verteidigungsanlagen im Außenposten Samoya. Schutz. Geschütztürme. Oh Gott. Yippie. Geh raus. Können wir jetzt irgendwas bauen? Geschützturmmäßig? Nee. Stahl und Zahnrad. Oh Gott. Okay, Doc. Wir brauchen Müll. Cool. Oh. Wer lässt denn hier eine Mini-Nuke rumliegen? Aber es gibt doch schon Verteidigung. Hab ich gerade 2 Aufträge aktiv? Tatsächlich. Gut, dann würde ich jetzt aber mal mit dem Auftrag weitermachen und Unterschlupf Mörser eigentlich dann wieder besuchen, wenn... Und der nächste Anruf. Ernsthaft? Du, dein Hundi hat Kopfweh. Der auch. Das war der. Ernsthaft? Komm schon, Baby. Danke. Alter, hat die Frauen Geschützturmfetisch? Was ist mit dir los? Warum geht unser Geschützturm auf uns los? Naja. Was soll's. Das wird jetzt aber bitte kein Dingsi-Sturm. Einverstanden? Kein radioaktiver Sturm, so wollte ich sagen.
Na komm schon. Wo bist du? Der denn? Danke sehr. Und du hast nur Munition. Die Dame hat ganz wirre Hobbys. Ja. Mal kurz durchladen. Ist zwar jetzt nicht ganz so wichtig, aber was soll's? Wie schön. Danke. Okay, ich hätte gedacht, dass es... Pips. Pips. Dass es hier kracht. Okay. Ja, sie spielt halt gern mit Puppen. Was soll's? Jeder hat so seine Hobbys, oder? Gut. Das heißt, wir machen uns wieder auf den Weg in die Stadt. Werfen wir mal einen Blick auf die Karte. Wo müssen wir denn jetzt hin? Backstreet Apparel? Ah, warte mal. Habe ich die falsche Mission gerade? Overland Station. Wird die gerade angegriffen, oder wie? Funkturm, General, das Log, Overland Station, war die nicht hier irgendwo? Entlang der Bahnlinie, Grey Garden, Overland Station, ja. Dann reisen wir mal schnell dahin. Oder haben die nur generell zu wenig Schutz? Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Die haben generell zu wenig Schutz. Okay. Wo ist die Werkbank? Dann lass mal gucken, ob wir das mit dem Schutz irgendwie ändern können. Schutz. Geschützturm. Ja, können wir. Der war jetzt... So viel dazu. Komm mal mit. Wo würde man denn hier angreifen? Ich würde mal in die Richtung hier absichern. Passt. Schutz 7 sollte reichen. Ja. Dann hätten wir das erledigt. Das sollte hoffentlich... wo ist sie? Hier. Ja, Moral 67. Außenposten Simonia, ja, ist klar, den haben wir jetzt gerade gemacht. Aber Aufgaben, nee, Wetterfahne, Backstreet Apparel. Oh, das trifft sich gut. Zwei Fliegen mit einem Streich. Ja, und die werden wir nächste Folge schlagen, wenn es wieder heißt, unterwegs im Ödland mit Fuxi. Bis dahin, macht's gut. Ciao.